Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im Museum Judenplatz anlässlich der Eröffnung unserer Ausstellung Wiesental in Wien. Am 20. September 2005, also genau heute, vor 10 Jahren, ist Simon Wiesental in Wien gestorben. Und dieses Datum nehmen wir zum Anlass, um an diesen großen Österreicher zu erinnern. Wie kein anderer hat Simon Wiesental die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit und damit ein wichtiges, lange ausgeblendetes Kapitel österreichischer Nachkriegsgeschichte geprägt. Er hat entscheidend dazu beigetragen, dass Österreich die Shoah nicht verdrängen konnte. In Galizien geboren, hat Wiesental unter schwierigsten Umständen die Shoah überlebt. Nach dem Krieg wurde zunächst Linz, später dann Wien zum Mittelpunkt seines unermüdlichen Einsatzes auf der Suche nach Gerechtigkeit. Wiesental in Wien, das ist in gewisser Weise eine Geschichte über einen weltberühmten Unbekannten. Oder lassen Sie es mich so sagen, während ja viele weltberühmte Österreicher nur in Österreich weltberühmt sind, verhält es sich mit Wiesental umgekehrt. Er ist tatsächlich weltberühmt, was Wiesental noch in Wien tat, außer Nazi-Verbrechen aufzuklären und die Verantwortlichen vor Gericht zu bringen, das und warum er selbst nach 1960 in Wien blieb und auch bleiben wollte, wissen viele, die ihn auf der ganzen Welt, aber auch in Österreich kennen, nicht. Zumindest bleibt es vielen ein Rätsel. Es finden sich bei Journalisten und in Büchern auch seiner Biografen zahlreiche enttäuschte Kommentare von Erstbesucherinnen und Besuchern. Die meisten haben sich ein viel größeres Büro erwartet, zahlreiche Mitarbeiter, vielleicht sogar Agenten und die neuesten technischen Hilfsmittel. Diese Arbeit sei, anders als manche Leute meinten, sehr wenig spektakulär, weit entfernt von James Bond. Meist oder oft sehr schmerzhaft, man müsse Unerträgliches lesen und sich anhören und fast immer frustrierend, denn man müsse akzeptieren, kaum etwas zu erreichen. Wiesental hatte ein ungeheures Gespür und ich halte das für wichtiger als sein Ausforschen von Tätern dafür, wie man die Bevölkerung aufmerksam machen kann. Er ist in Wien geblieben, obwohl ihm dort durch 25 Jahre blanker Hass entgegengeschlagen ist. Das ausgehalten zu haben, ist auch eine der Leistungen Simon Wiesentals, an die ich heute erinnern möchte. Ich muss sagen, erst jetzt durch die Ausstellung und vor allem durch die Eröffnung ist mir wieder bewusst geworden, was für ein großer Mann Simon Wiesental war und ja, welche besondere Ehre es ist, glaube ich, ein Institut zu leiten, das seinen Namen trägt. Also wie wichtig er für das österreichische Gedächtnis ist, für die österreichische Geschichte, aber ich glaube auch für die gesamte Weltgeschichte, möchte man sagen. Einfach, dass er ein ganz, ganz großer und wichtiger Mann war und dass ich eigentlich wirklich geehrt bin, so ein Institut leiten zu dürfen. Also was mich in der Ausstellung besonders berührt hat, waren die Filme, die von Helge Reindl gezeigt wurden, weil ich wieder das Büro von Wiesental gesehen habe, nämlich sein Zimmer, wie ich es kennengelernt habe, wie ich 2002 im Archiv begonnen habe. Das Zimmer ist ja leider nach seinem Tod nach L.A. gegangen und gibt jetzt eben nicht mehr wieder, wie eigentlich Wiesental gearbeitet hat. Ja. Man sieht auch anhand des Zimmers und wie er da drin sitzt, das ist ein Flair, der fast immer noch spürbar ist. Und das kommt in diesen Filmen wunderbar heraus, finde ich. Also ich finde die Ausstellung ganz ausgezeichnet, denn sie zeigt die verschiedensten Aspekte der Arbeit von Simon Wiesental. Und es ist wirklich beeindruckend, mit welcher Kraft er sein Ziel verfolgt hat, die Täter und Täterinnen
sozusagen zu einer gerechten Strafe zu führen.